Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Wir starten heute mit einer kleinen Rückenfit-Einheit. Und wie du das kennst, machen wir uns erstmal auf der Stelle so ein bisschen warm. Du atmest erstmal ganz tief in den Bauch ein, streckst die Arme nach oben, ausatmend locker wieder durchschwingen, nochmal tief einatmen, mach dich ganz lang und ausatmen. Und ein letztes Mal tief einatmen. Bleib mal hier oben, geh mal ganz leicht auf die linke Seite, einatmen, wieder zur Mitte, erstmal ganz locker reingehen. Dann gehst du auf die rechte Seite, lass die Arme schön lang. Komm nochmal einatmen zur Mitte und dann lass die Arme wieder ganz locker durchschwingen. Und dann beginnen wir erstmal auf der Stelle so ein kleines bisschen zu marschieren. Nimm mal die Ellbogen nach hinten. Achte auf deine aufgerichtete Körperhaltung. Nicht, dass sie sich so sehr stark nach vorne aufrichtet, sondern hier eher in die aufgerichtete Wirbelsäule arbeiten. Und wir beginnen erstmal ganz locker die Knie schön nach oben zu ziehen. Und wie gesagt, die Ellbogen arbeiten mit. So, die letzten 8 jetzt noch. Schön gleichmäßig atmen. Und noch 4. Jetzt lässt du mal die Ballen auf dem Boden, arbeitest mal nur über die Fersen. Die Fersen gehen jetzt richtig schön nach oben raus. Guck, dass du hier relativ stabil bleibst, in deiner Hüfte also nicht so stark mitgehen. Und gleichmäßig mit den Armen weiterarbeiten. Und das Ganze noch auf 8. Und noch 4. 2. Und dann nehmen wir die Knie ein kleines bisschen höher nach oben. Oberkörper immer noch aufgerichtet lassen. Guck, dass du hier wirklich schön mit den Armen mitgehst. Und auch hier die letzten Wiederholungen auf der Stelle. Und 4 noch. 3, 2, 1. Arme ganz locker lassen. Und wir gehen von rechts nach links. Arme hängen lassen. Und dann beginnst du die Schulter mit einzubauen, rechte Seite, jeweils die rechte Schulter, wenn du nach links gehst, die linke Schulter und richtig schön im Rhythmus. Oh. Schau mal, dass du deine Schulter so große Bewegungen machen lässt wie möglich. Immer schön weiteratmen dabei. Genau. Jawohl. Oh, richtig schön hochziehen. So, jetzt werden wir mal ein bisschen größer. Lass mal den Ellbogen mit in die Bewegung reingehen. Du lässt den Schritt, schön atmen, oh, richtig große Amplitude, jawohl, schön atmen. Und dann hier nehmen wir auch noch ein bisschen eine größere Bewegung vor, das heißt, du lässt jetzt mal den ganzen Arm mit in die Bewegung einbauen und achte darauf, dass du nach wie vor den großen Schritt zur Seite machst, atmen. Jawohl. Und auch hier noch 4 Bewegungen in der großen Amplitude. Noch 3, 2 noch. Und der letzte, der großen Bewegung. Dann geht der Ellbogen wieder voran. Und auch hier nochmal. 6 noch. 5. Und noch 4, 3, 2. Letzter. Und dann nur wieder den Schulterbereich, so wie du das kennst, ganz locker, gleichmäßig den Atem fließen lassen. Und du machst es von der Intensität so, wie es für dich passt, wie es dir gut tut. Und auch hier noch 8 und 7, noch 6 und 5 und 4 und 3, 2. Lassen wir mal die Arme wieder ganz locker hängen. Schwingen von rechts nach links. Und du kannst ruhig so ein kleines bisschen größer mal werden von den Bewegungen deiner Füße. Mach mal einen etwas größeren Schritt zur rechten Seite. Und dann baust du mal den Blick ein. Das heißt, du schaust mal deinen Händen hinterher. Bleibst mit dem großen Schritt zur Seite. Und immer schön den Atem fließen lassen. Und schau deiner Hand hinterher. Und auch hier. Die letzten 6 noch. 4.
Und die letzten. Zwei. Letzte Mal. Und dann gehen wir über und ziehen. Wir bleiben in der gleichen Schrittposition. Ziehen die Arme von oben. Hatten wir die letzten Wochen so ein bisschen angefangen, diesen neuen Schritt mit einzubauen. Du ziehst von oben, drehst die Unterarme so ein bisschen und kommst dann nach hinten. Genau. Oh, schön. Bleib im Rhythmus und versuch mal wirklich da so ein bisschen intensiver zu ziehen. Nach hinten und zack. Und komm. Und bleib in deiner aufgerichteten Wirbelsäule. Schön atmen. So, jetzt bleiben die Arme so. Wir verändern jetzt so ein kleines bisschen die Position deiner Beine. Das heißt, du ziehst jetzt die Ferse mal ganz bewusst nach hinten Richtung Po. Und komm. Und zieh. Immer schön nach oben mit der Ferse zum Po. Und die Arme bleiben. Und zieh. Zieh. Schön atmen. Und wenn du merkst, ich bin hier ein bisschen zu schnell vom Tempo, dann gehst du einfach ein bisschen in dein Tempo. Mach das für dich so, dass es gut ist. So, Endspurt. Und auch hier die letzten 5, 4, 3 noch. Und 2. Letzte Mal. Und die Arme wieder ganz locker. Lassen wir die Füße so ein bisschen stehen. Tippen immer nur so ganz locker auf. Und die eine Hand, die bringst du jetzt auf deinen linken Beckenkamm, also die linke Hand. Und jetzt legst du dich mal in diese Seitneigung rein. Versuch dich mal richtig auf die Seite oder in die Seite reinzulegen. Wichtig ist, dass der Oberkörper sich wirklich zur Seite legt, dass du also nicht nach unten gehst, sondern zur Seite. Und du lässt den Arm, also in dem Fall den rechten Arm, richtig schön schwingen. Schau, dass du den Kopf wirklich auf die Seite ablegst, auf den rechten Oberarm. Und das linke Bein in dem Fall jetzt richtig schön lang machen. So, auch hier gehen wir in den Endspurt. Schön atmen. 3 noch. Jawohl. 2. Letzter. Okay, wir wechseln einfach. Du kannst den Arm ganz locker pendeln lassen. Rechter Arm ganz locker auf dem rechten Beckenkamm aufgestützt. Und dann gehst du hier über. Linker Arm schwingt ganz locker. Das ist gar keine Kraft hier auf der linken Seite. Einfach nur schwingen lassen. So, auch hier legen wir uns richtig schön in die Seite rein. Streck mal deinen Fuß mit dazu. Richtig in die Seite reinlegen. Jawohl. Okay, und auch hier in den Endspurt. 6. Der Kopf bitte geht mit in die Seite rein. Und die letzten 2. Letzter. Und dann lassen wir ganz locker die Arme ausschwingen. Gehen wir in so einen schönen Achterkreis. Lass mal richtig schön deine Arme durchschwingen. Das ist jetzt keine Kraft, sondern wirklich eine ganz lockeres Durchschwingen. Und dann werden wir hier ein kleines bisschen langsamer. Immer schön den Knien nachgeben. Okay. Und dann lassen wir uns einmal um die eigene Körpermitte ganz locker die Arme schwingen. Schau, dass du den Kopf immer schön mitnimmst. Wahrscheinlich spürst du jetzt deinen Atem etwas intensiver, den Herzschlag immer ein bisschen erhöht. Und du merkst einfach, dass du insgesamt ein bisschen aufgewärmt bist. Und dann kannst du dir gerne die Schuhe ausziehen. Und bleibst auf deiner Matte. Wir gehen so ein bisschen in die Mobilisation über. Und zwar stellst du dich jetzt schon mal so ein bisschen hüftbreit hin. Und nimmst die Arme einmal über die Seite nach oben. Machst dich hier richtig lang. Gehst einmal auf die linke Seite ganz langsam rüber. Jetzt merkst du, das geht viel besser als gerade. Der Kopf bleibt schön in der Mitte. Einatmen, wieder zur Mitte. Und ausatmend auf die andere Seite. Schau schön, dass die Schultern unten lässt. Einatmend wieder zur Mitte. Jawohl. Und dann lassen wir die Arme über die Seite langsam runterfließen. Genau. Jetzt stellen wir uns ein bisschen breiter.
Du bringst das Becken jetzt nach vorne, kannst deine Hände gerne in den unteren Rücken parken, dass du ein bisschen Sicherheit hast. Wer das frei machen möchte, kann das Gleiche auch in der freien Position machen. Ich mache es euch erstmal mit dieser abgestützten Form vor. Wichtig ist, dass deine Knie gestreckt sind, dass das Kinn hier ganz locker nach vorne geschoben wird und dass die Schultern hinten unten sind. Du bleibst hier in dieser Position, atmest. Wenn du diese Übung frei machen willst, lass die Schultern schön hinten und guck mal, dass du hier vorne die Kraft spürst, gleichzeitig auch die Dehnung, letzter tiefer Atemzug. Und dann kommst du von hier aus nach oben über die Ausatmung, gehst in die Gegenbewegung, kommst mit gestreckten Knien so weit du kannst nach vorne, versuch dir vorzustellen, dass du mit den Fingerspitzen so weit du kannst nach vorne arbeitest, leichten Druck auf den Fußball. Wichtig ist, dass die Knie gestreckt sind und du jetzt praktisch die hintere Kette komplett auf Dehnung bringst, auf Zug bringst. Du atmest in den Bauch ein. Letzte Mal. Und dann von hier aus locker lassen. Leichte Beugung in den Knien. Komm von hier aus langsam wieder nach oben hoch. Bleibe in dieser etwas breiteren Position. Nimm den rechten Arm nach oben. Der linke Arm, der geht jetzt zur rechten Ferse. Du kommst in diese Drehung mit rein. Guckst, dass du den Innenfuß, den rechten Innenfuß nach unten drückst und dass du praktisch in diese Drehung mitgehst. Der Kopf geht über die linke Seite blickend. Schön atmen. Versuch dich wirklich hier in diese Streckung auch noch so ein kleines bisschen reinzubringen. Normalerweise immer so 3 bis 5 Atemzüge. Guck, wie es für dich passt. Dann gehen wir langsam wieder zurück. Und wechseln den Arm. Der linke Arm geht nach oben, gestreckt. Der rechte Arm, rechte Hand geht zur linken Ferse. Du drückst den Innenfuß links wieder so ein bisschen in den Boden und schaust über die rechte Schulter. Schau, dass du versuchst, dich hier über die Finger links nach oben zu verlängern. Atme gleichmäßig weiter, bleib hier in dieser Position. Letzte Mal. Und dann langsam wieder zurückgehen. Nimm den linken Arm nach unten, lege beide Hände auf die Oberschenkel und runde dich einmal. Ich mache es mal von der Seite, dann kannst du es besser sehen. Runde dich einmal, geh dann einmal in die gestreckte Position nach hinten. Der Kopf geht mit, der Po schiebt so richtig schön nach oben raus, Steißbein. Und dann nochmal rund werden, richtig schön Schambein und Kinn aneinander annähern lassen. Und dann gehst du wieder zurück, Kopf geht nach hinten. Auch. Und noch ein letztes Mal. Und nochmal in die Streckung kommen. Jawohl. Okay. Dann rollen wir uns nach oben. Wirbel für Wirbel. Nehmen beide Hände übereinander, stellen uns wieder hüftbreit, mobilisieren nur die Brustwirbelsäule. Schulter bleibt unten, die Hände liegen ganz locker drauf. Kleine, schnelle Bewegung. Versuch mit deinem Becken komplett stabil zu bleiben. Und dann werden wir hier ein bisschen langsamer, dafür aber auch in der Bewegung etwas größer. Das Becken bleibt vorne. Und wir gehen von hier aus in die größte Bewegungsamplitude, die wir jetzt gerade merken, wie wir aufbringen können. Du gehst jetzt also über die rechte Seite. Wichtig ist, dass das Becken hier vorne bleibt. Und von hier aus federn wir so ganz kleines bisschen nach. Schulter bleibt schon unten. Und dann von hier aus zurückgehen und mit der rechten Schulter zum linken Knie. Kopf geht mit, Kinn zieht zum Brustbein. Und dann noch öffnen wir uns. Gehen mit dem Blick wieder über die rechte Seite. Und von hier aus dann mit der rechten Schulter zum linken Knie. Kopf geht wieder mit. Und dann von da aus wieder nach oben hochrollen.
gehst zur linken Seite. Fängst du auch erstmal an, legst so ein kleines bisschen Feder so ein bisschen nach. Achte auf dein rechtes Becken jetzt hier, dass das schön vorne bleibt, dass wir da nicht mitgehen. Und dann von hier aus nochmal langsam zurückrollen. Linke Schulter zum rechten Knie, Kopf wieder mit einrollen. Und dann nochmal wieder nach und über die linke Seite. So weit wie es geht. Und dann nochmal runter, so weit wie es geht, mit der linken Schulter zum rechten Knie. Komm richtig weit runter. Und dann kommen wir langsam wieder nach oben hoch. Schulter hinten, Arme locker. Du stützt dich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab, streckst jetzt das rechte Bein durch, schiebst den Po so ein bisschen raus und kommst mit der rechten Schulter vor und schaust an der linken Seite vorbei. Richtig weit vorschieben. Und dabei immer schön atmen. Dann geht's auf die andere Seite. Du beugst wieder leicht das Knie, streckst in der linken Seite durch, schiebst die linke Schulter vor und der Blick geht über die rechte Seite. Dann noch hier nochmal wechseln. Gleiche Geschichte. Rechts streckst du. Rechte Schulter kommt. Blick nach hinten. Mach dich da richtig lang. Schieb dich davor. Und dann noch einmal wechseln. Hier schiebst du den Po raus. Die linke Schulter kommt jetzt nach vorne. Und du schaust auf die hinten an der rechten Seite vorbei. Und kommst dann langsam wieder zur Mitte zurück. Bleibst hier in dieser Position. Machst deine Beine jetzt etwas breiter. Kommst dann nochmal nach oben. Und aus dieser Position fängst du an, deine Hände auf den unteren Rücken zu legen und dann langsam mit aufgerichteter Wirbelsäule dich mal nach unten runterzubringen. Das heißt, jetzt ist es wichtig, dass das Brustbein hier erstmal nach unten runterschiebt und du guckst mal, wie weit stellst du dich, kannst du dich aufstellen, dass du vielleicht noch hier die Hände auflegen. Also wenn du merkst, okay, ich komme da nicht wirklich hin, dann kannst du entweder die Knie ein bisschen beugen oder du stellst dich noch ein bisschen breiter. Ja, also du wählst dir so eine Position, dass du also es versuchst zu schaffen, mit den Händen runterzugehen. Okay, die Schultern sind hinten unten und wir gehen jetzt erstmal mit den Händen zur rechten Fußspitze. Bring mal das Brustbein zur rechten Oberschenkelseite und ihr versucht bitte in der Wirbelsäule lang zu bleiben. Also euch hier nicht zu runden, sondern wirklich lang zu bleiben und euch hier vorzuschieben. Dabei schön weiteratmen. Und wie gesagt, wenn du merkst, es geht gar nicht, dann kannst du es auch mit leicht gebeugten Knien machen. Idealerweise wäre es aber, wenn du die Beine gestreckt lässt. Dann langsam den Druck wieder lösen, komm zur Mitte zurück und versuch dich auf die linke Seite zu begeben. Und auch hier wieder wichtig, dass du das Brustbein nach unten Richtung Oberschenkel bringst. Gleichmäßig weiteratmen. Und dann noch hier, kommen wir nochmal zur Mitte. Und du gehst zwischen deine Beine runter. Guck mal, wie weit kommst du jetzt hier nach unten runter. Und dann kommst du zur Mitteposition zurück. Legst deine Hände auf den unteren Rücken und kommst jetzt als allererstes mit dem Kopf hoch. Also erst den Kopf nach vorne. Und dann folgt sozusagen der Rest. Du gehst weiter nach oben. Und kommst zum Abschluss nochmal richtig schön nach hinten hier in die Streckung rein. Das, was wir gerade am Anfang schon hatten. Und wenn du ohne Hilfe arbeiten möchtest, kommst du hier nochmal richtig schön rein. Schön atmen. Und dann kannst du gerne wieder aufgestützt nach vorne kommen. Und dann nimmst du die Beine wieder zusammen. Und lockerst mal ein bisschen aus, rechts und links die Beine. Und dann kommen wir
an den Anfang unserer Matte. Du kannst dich wieder so hüftbreit positionieren und guck mal, dass du deine Schultern jetzt schon zu Beginn nach hinten unten nimmst und dir mal diesen unsichtbaren Faden kurz vorstellst, der dich nach oben in die Verlängerung zieht. Und dann beginnst du aus deiner Wirbelsäule, aus dieser aufgerichteten Wirbelsäule, dich langsam einzurollen. Das heißt, du beginnst jetzt hier mit dem Kinn, kommst also langsam Richtung Brustbein und dann beginnst du die Brustwirbelsäule und dann die Lendenwirbelsäule mit einzubauen. Komm ganz nach unten runter, ganz locker. Und dann schauen wir einmal unter der rechten Armbeuge durch, komm dann zur Mitte, gehen dann unter der linken Armbeuge mal durch und dann kommen wir auch hier wieder zur Mitte. Und dann guckst du mal, dass du in den herabschauenden Hund kommst. Schau, dass deine Wirbelsäule in erster Linie aufgerichtet ist. Ihr kennt das. Wichtig ist hierbei die Wirbelsäule. Also, dass ihr euch jetzt nicht auf Kosten des Rückens, nur damit die Fersen unten runterkommen, euch hier rund macht, sondern egal wie jetzt die Knie sind, ob die gestreckt sind oder ob die Fersen unten auf dem Boden sind, wichtig ist mir jetzt erstmal deine Wirbelsäule. Richte dich da richtig gut auf. Und du guckst, dass du dich mit den Schultern schön organisierst, die schiebst du weit weg. Und wir beginnen erstmal mit der linken Ferse, dass wir die erstmal schön runterbringen und dass wir die linke Ferse oder das linke Knie dazu noch in die Streckung bringen und dann mal wechseln. Ferse rechts, rechtes Knie und dann im Wechsel richtig schön runterschieben. Da versucht ihr so runter zu gehen, wie es für euch passt. Wir beginnen jetzt erstmal nur mit dieser geraden, vom Winkel her. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Also in dieser Position, wo ihr jetzt seid. Und jetzt versucht ihr euch mal so ein bisschen schräg zu stellen. Das heißt, ihr macht genau das Gleiche, verändert aber so ein bisschen die Stellung der Füße. Das heißt, einmal stellen wir uns schräg. Wichtig nach wie vor, dass du in der Wirbelsäule lang bleibst und dass die Fersen immer abwechselnd nach unten arbeiten. Genau. Dann geht es von hier aus wieder zur Mitte. Und dann einmal genau andersrum. Wir gehen hier über die Fersen schräg. Wirbelsäule bleibt. Und auch hier wieder schön immer in die Streckung arbeiten. Und dann kommen wir wieder zur Mitte zurück. Letzten zwei. Und da merkst du schon, dass das alles ein bisschen geschmeidiger wird. Und jetzt versuchst du dich nochmal einmal richtig lang rauszuschieben. Ganz lang. Lange Wirbelsäule, jawohl. Genau. Ganz lang. Und dann gehen wir von hier aus. Bauchnabel zieht jetzt so ein bisschen nach innen. In den Stütz. Schulter ist dabei richtig schön unten. Jetzt fasse den Bauchnabel richtig schön unten. Du bist mit der Schulter über deine Handgelenken, über den Handgelenken. Linke Fußspitze mal kurz lösen, wieder absetzen. Rechte Fußspitze lösen. Immer schön den Bauch stabilisieren. Und nochmal wechseln. Rechte Seite. Linke Seite. Die Ellbogen nicht ganz überstrecken, so eine leichte Schutzbeugung habt ihr. Und bleibt im Stütz. Und du guckst wieder. Wenn du merkst, das geht gar nicht, dann machst du es bitte so, dass du es wechselst. Und zwar immer mit so einer leichten Position mit den Knien abgestützt. Ja, und dann machst du viermal auf der einen Seite, wechselst und stellst dann das andere Bein. So, die letzten zwei Male. Schön atmen. Und dann setzen wir die Knie auf. Und wir setzen uns einmal nach hinten. Ganz lang die Arme. Schau mal, ob du ein bisschen Platz brauchst für den Bauch, für die Bauchatmung. Dann mach die Knie etwas breiter nach außen. Die Stirn nochmal ablegen. Schön atmen. Und dann nehmen wir die Arme einmal seitlich. Handflächen zeigen nach oben. Schulter kommt nach vorne, gleichmäßig atmen wieder
gönn dir da wirklich eine kleine Pause. Gerade jetzt hier für den Schulterbereich, den brauchen wir jetzt gleich auch nochmal. Und zwar fangen wir bei der leichten Position an. Ihr kennt das aus dem Kurs, dass wir erstmal die leichte Position so einnehmen, dass wir die Unterarme, Ellbogen direkt unter der Schulter positionieren und die Knie sind jetzt nicht direkt unter der Hüfte, sondern wir schieben die Knie weiter zurück. Okay, das ist unsere Ausgangsposition. Zieh die Schulter nochmal richtig weg von den Ohrläppchen, hole den Bauchnabel wieder nach innen. Und jetzt beginnen wir mit einer Rotation, also mit einer Öffnung hier. Du kommst hier rein, du lässt den Arm einfach in dieser Position und kommst dann hier in die Gegenposition rein. Genau. Das heißt, der Arm bleibt eigentlich hier. Ja, den musst du jetzt nicht strecken, sondern lass ihn einfach hier und wir kommen zurück. Okay, Wechsel. Genau. Und wichtig hierbei, ich mache es mal falsch, dass ihr nicht hier komplett auftretet mit dem Becken, sondern dass ihr euer Becken im Prinzip stabilisiert. Jawohl. Und die letzten zwei. Letzte Mal. Und kurze Pause. Ihr legt euch dafür einmal auf den Bauch. Legt die Arme seitlich. Ihr könnt den Kopf auf die Seite legen. Ganz egal, welche wählt ihr oder auch mit der Stirn ablegen. So wie es für euch angenehm ist. Guckt es da. Du dir das in der Pause so einrichtest, dass es für dich entspannt ist. Schau mal, dass du die Knie so ein bisschen beugst und die Unterschenkel von rechts nach links locker pendeln lässt. So, jetzt lassen wir das Ganze für die, die möchten, in der etwas erschwerten Position. Das heißt, wir machen eigentlich genau die gleiche Übung, nur mit einem längeren Hebel. Bitte sei da für dich ganz ehrlich, wenn du jetzt gemerkt hast, das war jetzt für mich gerade grenzwertig, habe ich gerade so geschafft, dann machst du genau die gleiche Wiederholung, die gleiche Übung. Wer merkt, okay, da geht noch was, der geht in den längeren Hebel. Gleiche Ausgangsposition, bitte achte darauf, dass der Ellbogen unter deiner Schulter positioniert wird und du lässt die Schulter wieder hinten schön runter, ziehst sie nach hinten unten. Ausgangsposition ist auch hier wieder der Unterarmstütz mit aufgestellten Knien. Allerdings, wer möchte, gleich in den verlängerten Hebel. Bauchnabel nach innen und los geht's. Jetzt gehst du hier gleich wie gerade rein. Wichtig ist jetzt ganz besonders, dass wir hier nicht mitgehen, sondern dass das Becken stehen bleibt. Okay, hier und dreh dich da richtig schön rein. Insgesamt 8 Mal schön mitgehen. Wenn du merkst, es geht nicht, ne? Du merkst, okay, ich habe es mal probiert, geht nicht, dann kannst du auch hier jetzt einfach deine Knie abstellen. Hälfte haben wir, komm, versuch mal durchzuhalten. Oh, die letzten 3. Schön atmen, Bauch nochmal mit reinziehen. Letzten 2. Jawohl, und die letzte Wiederholung. Schön mit reingehen. Oberkörper dreht sich und Knie absetzen. Und wir gehen wieder in die Bauchlage. Arme gerne wieder hier runter. Kopf ablegen. Und die Knie gerne so ein bisschen beugen. Und die Unterschenkel von rechts nach links pendeln lassen. Du merkst, auch hier, der Atem ist jetzt ein bisschen beschleunigt. Wer jetzt die etwas erschwerte Position komplett mitgemacht hat, merkt das. Und dann streckst du deine Beine wieder durch und nimmst deine Hände jetzt direkt mal unter die Schulter und ziehst den Bauchnabel nach innen und gehst jetzt von hier aus langsam nach oben hoch.
Schau, dass du nicht den Schultergürtel hochnimmst, sondern dass du wirklich hier Schultern unten lässt. Dein Schambein bleibt auf dem Boden und du versuchst dich hier aus deiner Schulterkraft nach oben hochzuschieben. Du merkst es in den Armen auch. Gehst dann ganz langsam wieder zurück, rollst praktisch die Wirbelsäule langsam wieder nach unten ab, Wirbel für Wirbel. Kinn zieht dann zum Brustbein und von hier aus nochmal Druck auf die Hand und du gehst nach oben, zieh nochmal die Schultern richtig schön runter. Bleib hier. Schön atmen, die Ellbogen sind nicht ganz durchgestreckt. Achtet da nochmal drauf, sondern lass sie wirklich gebeugt. Die Schultern nochmal richtig schön runter. Atmen, Bauchnabel ist innen. Und langsam wieder runter. Schön langsam. Ihr merkt das hier in eurem Armstrecker, im Trizeps, letzte Mal. Schieb dich da nochmal richtig schön nach oben hoch. Komm nach oben hoch, hoch, hoch. Schultern nochmal runter. Atmet. Gleichmäßig weiter. Und dann von hier aus langsam nach unten runter. Und den Kopf rollt ab. Und dann nehmen wir die Arme seitlich. Lassen nochmal die Arme, so wie wir es gerade auch hatten, Schulter schön nach vorne kommen lassen und die Knie ganz locker beugen, Unterschenkel von rechts nach links. Und dann nochmal zwei, drei Mal in deinen Bauch. Und dann strecken wir die Beine aus und drehen uns über die Seite in die Rückenlage. Stellen unsere Beine relativ dicht vor unserem Gesäß auf. Lassen die Schulter ganz locker hinten unten und gucken, dass wir hier unsere Körpermitte wieder ganz langsam verschnüren. Bauchnabel geht nach innen und wir rollen ganz langsam von unten her unser Becken hoch, Lendenwirbelsäule komplett bis zur Brustwirbelsäule ganz nach oben. Schieb dich mal so weit, wie du kannst, hoch. Guck, dass du hier nicht durchhängst, sondern dich wirklich nach oben hoch schiebst. Und dann ganz langsam wieder abrollen, aber nicht ganz runter. Kurz über den Boden hältst du, um dich dann da wieder hochzuschieben. Richtig nach oben hochzuschieben. Ganz nach oben hoch. Komm. Und nochmal langsam wieder runter. Und deine Knie gehen dabei nicht nach außen, sondern die bleiben hier. Geh ganz nach oben hoch, hoch, hoch. So weit, wie es für dich möglich ist. Richtig schön hochgehen. Und ein letztes Mal roll hier runter, um dich dann nochmal hochzuschieben. Ganz nach oben hoch. So weit, wie es geht. Jetzt bleibst du hier am höchsten Punkt und schiebst dich immer wieder nach oben hoch raus. Und immer wieder hoch. Und hoch. Und hoch. Und noch ein bisschen nach oben. Komm, schieb. Schieb. Die Bauchspannung bleibt hier und du merkst es schön aus dem Po heraus. Unterer Rücken, Beine natürlich. Und du schiebst. Und die letzten sechs noch. Komm, schön nach oben. Und dann langsam wieder runterrollen, ganz bewusst jeden einzelnen Wirbel in den Boden reindrücken. Und dann lässt du locker, schüttelst mal die Beine aus, lockerst mal so ein bisschen durch, holst dir einmal die Unterschenkel ganz zu dir heran, lässt dich mal ganz klein werden, rollt sich so ein bisschen von rechts nach links. Zwei, dreimal.
Und dann stellst du deine Füße wieder auf. Streckst jetzt ein Bein aus, die Arme bleiben seitlich. Streckst ein Bein aus, bringst wieder deinen Bauchnabel nach innen zur Lendenwirbelsäule und drückst dich jetzt mit dem linken Fuß, mit der linken Fußsohle in den Boden, schiebst dich hier hoch und kommst langsam wieder runter. Kurz über den Boden hältst, schiebst dich da wieder hoch und langsam wieder runter. Und nochmal hochschieben. Oh, wieder runter. Wichtig hierbei, dass du versuchst, das Becken zu halten, dass du also hier nicht abkippst auf der Seite. Da schön hochgehen. Oh, mal so 8 Mal, wenn du merkst, das ist dir zu viel. Die letzten 2 machst du das für dich leichter und machst eine kurze Pause. Letzte Mal absetzen. Hol dir das Bein zu dir heran, streck das andere Bein aus. Auch hier bleibst du schön in deiner Spannung und drückst dich dann mit dem rechten Fuß hoch. Ihr könnt das vielleicht besser sehen, dass wir da nicht abkippen, sondern dass du hier bleibst. Dann gehst du wieder runter, kurz über den Boden hältst du, schiebst dich da wieder hoch. Und spürst hier die Kraft in deinem, vor allem rechten Oberschenkel. Und hebst nach oben. Und auch hier guckst du, dass du jetzt 4 schaffst. Und noch 3. Und die letzten 2. Und die letzte Wiederholung. Absetzen und dann lässt du beide Beine noch mal nach oben, lockerst komplett mal so ein bisschen aus, schuckelst hier so mal ein bisschen durch, merkst es auch vor allem jetzt in den Oberschenkeln, sehr schön. Und dann nimmst du noch mal beide Unterschenkel zu dir heran, lässt dich ganz locker von rechts nach links schaukeln. Fersen jetzt so ein kleines bisschen in den Boden, ganz locker nur. Die Arme liegen jetzt so, dass die Daumen nach außen zeigen. Wir gehen jetzt noch so ein bisschen zum Bauch. Und zwar beginnst du jetzt, dich hier ganz langsam hoch zu rollen. Du guckst mal, wie weit geht das für dich. Vielleicht kommst du nur bis hier, vielleicht kommst du bis hier. Guck, dass du dich damit gut fühlst. Wichtig ist, dass du die Schultern nicht hochziehst oder vorziehst, sondern dass die Schultern hinten bleiben. Und wenn ich ganz zurückgehen, sondern du immer so ein kleines bisschen Spannung hältst auf dem Bauch. Okay, wir gehen jetzt schon runter. Du versuchst wieder hochzukommen. Runter. Und du versuchst wieder hochzukommen. Guck, wie es für dich geht. Wenn du merkst, boah, ich kann nicht mehr. Bauch ist ja immer so ein bisschen kritisch. Macht nicht wirklich Spaß. Aber es ist sehr wichtig. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen für die Bauchmuskulatur noch was machen zum Ende hin. Komm, schieb dich nochmal richtig schön hoch. Und komm, Endspurt. Vielleicht gehen noch 3. Komm, lass die Schulter schön hinten. Komm, nach oben. Und die letzten 2. Und der letzte. Langsam hochkommen. Hier nochmal so ein bisschen bleiben. Guck mal, was da noch geht in der Bauchmuskulatur. Komm, und dann langsam absetzen. Arme mal nach hinten und schön ist es jetzt, wenn wir die Fußsohlen so ein bisschen aneinander legen und mal den unteren Rücken von der Matte lösen. Dann merkst du, wie wir den Bauch schön auf Zug bringen können. Richtig schön in die Streckung gehen. Also Streckung der unteren Lendenwirbelsäule meine ich. Arme sind hinten. Schön atmen. Du merkst, wie angenehm das jetzt im Bauch ist, wenn wir den so ein bisschen auf Zug bringen. Okay. Und dann machen wir einen zweiten Satz.
mit dem geraden Bauchmuskel nochmal. Die Arme wieder in die gleiche Position wie gerade. Die Daumen zeigen so ein bisschen nach außen. Und wir gehen Bauchnabel nach innen, langsam nach oben, rollen uns hoch und gehen langsam wieder runter. Und du guckst wieder, dass du die Schultern nicht mit hochziehst, dass du die Schultern schon hinten lässt. Und komm, schieb dich hoch. Und wenn du jetzt merkst, oh, zweite Mal, ich habe das nicht mehr, dann kannst du dich hier so ein bisschen unterstützen, indem du dir einfach deine Hände an die Oberschenkel legst. Das ist mir lieber, als wenn du komplett aus der Übung rausgehst. So, die letzten drei. Komm, schieb dich hoch. Noch zwei, komm. Und dann merkt man schon, der Bauch arbeitet. Komm. Und letzte Mal ablegen. Auch hier wieder schön die Arme nach hinten. Knie wieder so ein bisschen locker nach außen fallen lassen. Fußsohlen aneinander. Und dann hier wieder so ein bisschen den unteren Rücken von der Matte wegdrücken. Das ist sehr angenehm. Da kommen wir schön in die Dehnung rein. Zwei, drei Atemzüge. Okay. Und dann machen wir die gleiche Ausgangsposition, allerdings jetzt für den schrägen Bauchmuskel. Verändern wir das ein kleines bisschen. Und zwar nehmen wir die Hände oben in der Verlängerung. Du greifst einfach mal mit der rechten Hand deinen linken Daumen. Und dann stellst du dir vor, du schiebst dich praktisch an deiner linken Seite vorbei, am linken Oberschenkel, da vorbei. Und da wäre es mir wichtig, dass du jetzt dich nicht nur über die Seite legst, also nicht nur das machst, sondern der schräge Bauchmuskel, der braucht auch diese Bewegung nach vorne. Das heißt, du versuchst da mal hochzukommen. Und komm, schieb dich da hoch. Und da hoch. Genau. Und nochmal, da kannst du dich so ein bisschen festhalten und die letzten drei, schieb dich hoch, komm. Und noch zwei, atmen. Und der letzte, schieb dich nach oben hoch und jawohl, langsam absetzen. Einmal die Streckung wieder. Stell mal die Knie so ein bisschen aneinander und lass mal so ein bisschen die Knie von rechts nach links, ganz locker nach innen. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Gleiche Geschichte. Und stellst die Fersen wieder so ein bisschen auf. Greifst jetzt mit der linken Hand den anderen Daumen. Schulter wieder hinten unten. Und dann ziehst du dich an deiner Außenseite vorbei. Auf die andere Seite sozusagen. Und hier, also am rechten Oberschenkel. Ne, darüber. Und versuche wirklich mal mit den Schulterblättern zu lösen, also nicht nur hier rüber zu gehen, sondern auch wirklich das, was geht. Und wenn du merkst, okay, da geht nicht mehr so viel, dann ziehst du dich hier einfach, kannst du dich auch da so ein bisschen festhalten. So, die letzten zwei und der letzte, das, was geht. Jawohl. Und langsam nach hinten und okay, Arme wieder hinten. Jetzt legen wir beide Knie auf die rechte Seite, den dann noch mal so ein bisschen nach. Der Blick geht auf die andere Seite, also nach links, rechts liegen die Beine. Und du guckst mal, dass du hier in deine linke Flanke richtig schön reinatmest. Tut auch gut jetzt nach dem Training der schrägen Bauchmuskulatur. Und dann machen wir die Gegenseite, auch hier bitte beide Knie nach links und der Blick geht nach rechts. Die Arme bleiben hier liegen und du atmest in die rechte Flanke rein. Zwei, dreimal noch. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück.
Überkreuzt einmal mit deinem linken Oberschenkel den rechten. Dann merkst du, dass es ein bisschen intensiver wird. Wenn da die Schulter so ein bisschen mit abhebt, lass es einfach zu. Der Körper hängt sich da so ein bisschen aus und du lässt wirklich den Blick wieder auf die linke Seite fließen und guck einfach, wie weit kommst du da rein. Je nachdem auch, wie beweglich du in der Schulter und in deiner Brustmuskulatur bist. Und lass dann noch zwei, drei Atemzüge geschehen. Du merkst, der Körper folgt. Letzte Mal. Dann langsam wieder zurückrollen. Blick nach oben. Wechsel nochmal die Seite. Überkreuz mit dem rechten Bein, den linken Oberschenkel. Auch da geh rüber. Und lass den Blick entgegengesetzt nach rechts fließen. Sehr häufig merkst du, dass du eine Seite hast, wo du deutlich beweglicher bist, was einfach besser funktioniert. Und da wieder schön reinatmen. Letzte Mal. Und dann kommen wir nochmal zur Mitte zurück. Lösen den rechten Oberschenkel vom linken. Nehmen die Beine nochmal ganz dicht zu uns heran und schließen mit den Unterarmen die Unterschenkel und rollen uns einmal ganz klein zusammen. Das Kinn zieht zum Brustbein. Dann bleibt das rechte Bein, der linke Bein bleibt bei dir, das rechte streckst du raus. Du schiebst dich so aus der rechten Hüfte mal richtig raus, die Ferse schiebst du raus. Und dann bleibe mit deiner linken Hand, bleibe mit deinem linken Bein bei dir, umschließe mal mit beiden Händen den Oberschenkel hinten und versuch mal das Bein in die Streckung zu bringen. Die Fußspitze zieht zu dir und gleichzeitig schiebst du mit der anderen Seite nach vorne. Du spürst die Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Bleib da einen Moment, halte das. Schön atmen. Auch hier versuche dich aus deiner Komfortzone rauszubewegen. Da, wer da auch gut beweglich ist, geh an den Punkt, der wirklich nicht mehr so gemütlich ist. Also das ist jetzt sehr unangenehm in dieser Position, aber auch nur dann bewegen wir was, verändern wir was, hier einmal wieder lösen. Einmal das linke Bein nach vorne rausschieben, mal kurz nachspüren, guck mal, ob du den Unterschied merkst zwischen rechts und links. Und dann holst du dir den anderen Oberschenkel zu dir heran, schiebst aus der linken Ferse raus, schaffe hier Platz in deiner linken Hüfte und greife hinten und versuch den Oberschenkel bzw. das Knie zu strecken. Die Fußspitze ist wichtig, die geht nicht nach oben, sondern die zieht runter zur Nase und du versuchst dich hier in der Streckung zu halten. Schultern sind locker, die ziehen nicht nach oben und du atmest weiter. Und das kann auch schon mal hier so passieren, ne? Dass man wirklich hier so merkt, oh, das fängt an zu zittern. Bleib einfach in der Position, lass es zittern, wenn es zittert. Schön atmen. Lösen und auch hier nochmal einmal ausstrecken, nochmal kurz nachspüren und dann nehmen wir einmal die Arme nach hinten und du schiebst dich über die linke Ferse raus und gleichzeitig über die rechte Hand, das heißt über den Diagonalzug, rechter Arm schiebt so weit du kannst, linke Ferse raus, gleichmäßig atmen. Und mit der nächsten Ausatmung lässt du locker, lässt du die linke Fußspitze nach außen fallen, den rechten Arm locker in den Boden fließen. Und dann schiebst du die rechte Ferse raus, so weit wie du kannst. Und gleichzeitig will der linke Arm nach hinten, dass du also hier über die Diagonale arbeitest, schieb dich in die Verlängerung ganz lang. Atmen.
nächsten Ausatmung lässt du locker und lässt die rechte Fußspitze nach außen fallen, den linken Arm ganz locker in den Boden fließen, ganz entspannt zwei, drei Atemzüge in den Bauch. Und dann holst du dir das rechte Bein zu dir heran und nutzt das, um dich dann langsam hochzurollen. Und zum Abschluss drehen wir uns einmal in den Vierfüßlerstand. Du kommst von hier aus in diese runde Wirbelsäule rein, ganz locker, schieb dich mal da raus, Schulterblätter gehen auseinander. Und dann von hier aus nochmal in die gegengesetzte Position, Kopf geht nach oben, atme ein und über die Ausatmung mal richtig schön rund werden, ganz locker. Und ein letztes Mal, richtig schön nach oben. Und über die Ausatmen. Wunderbar. Okay. Dann kommen wir zurück. Dann drückst du dich hoch. Du nimmst ein Bein rechts oder links. Kannst dich darauf abstützen, sodass wir der Rücken recht nach oben kommen. Und dann lassen wir den Schultergürtel nochmal von vorne nach hinten durchbewegen. Ganz locker. Und dann nehmen wir beide Hände nochmal einmal ineinander gefaltet. Drücken uns nach vorne weg, die Schulterblätter gleiten nach vorne, die Knie sind leicht gebeugt. Und dann zurückkommen. Und dann lassen wir die Arme noch mal ganz locker pendeln. Und deinen Kopf wieder mit. Lass die Arme wirklich locker. Kannst deine Augen dabei auch zumachen, dass du dich ganz locker auf die Bewegung einlässt. Und dann pendelst du mal ganz locker aus. Und dann zum Abschluss stellen wir uns nochmal ganz breit zusammen, auseinander. Nehmen die Handflächen nochmal zusammen, atmen nochmal tief ein. Und locker wieder durchstrecken. Und tief einatmen. Streck dich. Und locker wieder durchstrecken. Ein letztes Mal für heute. Tief einatmen. Und locker wieder durchschwingen. Das war's für heute. Schön, dass du mit dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.